Und damit hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu diesem grandiosen Spiel, und zwar Pokémon, die blaue Edition. Ich bin so gehypt auf dieses Spiel. Das ist hier mein 100 Abo-Special, beziehungsweise 150 Abo-Special. Und ich bin gerade so mega aufgeregt und gehypt. Und ja, ich würde mal sagen, wir spielen mal die ersten 20 Minuten so. Jede Folge wird dann so 20 Minuten, denke ich mal. Und oh mein Gott, man kann so viel über das Spiel sagen. Es ist einfach ein Hit. Es ist einfach 1995 in Japan rausgekommen und 1999 in Europa. Endlich mal für in der deutschen Version, Edition, Sprache, wie auch immer. Von den grandiosen Machern Game Freak und ja, das wird ja sagen. Ja, Game Freak macht bis heute noch Pokémon-Spiele. Und das ist grandios. Und ich benutze Wörter, die ich sonst nie benutze, ey. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir ins Spiel, ne? Wo hatte ich A? Hatte ich hier A? Hier hatte ich A. Was hatte ich denn hier B? Ah, da hatte ich B, okay. Bam. Ja, Chicky. Gut. Ich will nicht so viel vorwegnehmen. Erstmal Tempo 3 an und wechselnd zurück. Gut. Gut, ich würde einfach sagen, weil ich nicht weiß, was ich jetzt noch irgendwas erzählen soll, labern soll, fangen wir einfach mal an mit einem neuen Spiel. Und wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst eine positive Bewertung da und einen Kommentar mit, keine Ahnung, ob ihr es magt. Keine Ahnung. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Euch. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ja. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Und das habt ihr jetzt nicht gehört. Wie lautet dein Name? Das war eben mein Handy-Klingelton, sorry. Mein Name ist... Für die Leute, die neu auf meinem Channel sind, hallo, mein Name ist Mike. Vielen Dank für die Nachfrage. Wollen wir uns Großbuchstaben oder klein? Ach komm, ich mache das eh immer mit Großbuchstaben, weil dann ist es so besonders. Wenn ich hier unten auf Kleinbuchstaben gehe und dann so Mike schreibe, dann ist es ganz normal, so uncool. Wir machen Großbuchstaben. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, hey Mike, also jetzt weiß ich endlich, wie du heißt und Großbuchstaben ist voll uncool. Tja, geht doch, ist mir egal. Richtig, dein Name ist Mike. Was ist das denn für einer? Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Dein Enkel? Du weißt den Namen von deinem Enkel nicht? Ash. Nein, definitiv nein. Wie kann man nur den Namen von seinem eigenen Enkel nicht wissen? Nein. Er heißt... Ich möchte jetzt einen keinen besonderen anderen Namen geben, deshalb nenne ich ihn so, wie der eigentlich heißt. Nicht P, Gary. Aber klein geschrieben, damit der unbedeutend ist. Haha. Bin ich nicht gemein, Leute? Ich bin gemein, ich weiß. Gary. End. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Mike. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Da hat Professor Eich sogar recht. Weil ich vergessen habe zu sagen, das Spiel kam natürlich für den Gameboy raus. Deshalb ist es so piepsend und die Qualität. Naja, es ist halt Gameboy, ne? Aber muss sagen, das hier ist das allererste Pokémon-Spiel. So, dafür ist es sehr gut. Oder ist es das? Es ist das Spiel mit den meisten Glitches, soweit ich weiß. Und ja. Ich werde mal versuchen, hin und wieder mal ein paar zu machen. Zum Beispiel mit Singlo-Glitch und Mio-Glitch. Die werde ich auf jeden Fall machen. Nur im Emulator ist es ein bisschen schwierig, weil ich hab's auf meinem 3DS und das ist dort viel leichter. Und ja, rennen können wir da, konnten wir damals noch nicht. Also B bringt hier nichts. Hier ist Start. Hier ist Start. Hier ist Select. Nein, hier ist es nicht. Pokémon. Oh, doch. Die.
Okay, geht nicht. Wieso? Das ist auch so ein Glitch. Wieso hat man Pokémon sofort am Anfang hier als Dings? Und man kann hier nicht drauf. Das ist dumm. Mike. Mist, jetzt habe ich euch alle Arena-Leute gespoilert. Ihr habt nichts gesehen. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Gut. Was haben wir hier? Mike spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Super Nintendo, das wäre mal cool, wenn ein Classic Edition. Wo kam das denn jetzt her? Naja, egal. Wir gehen mal am PC und spielen ein bisschen Pokémon. Auf dem Emulator. Item aufnehmen. Welche Item möchtest du aufnehmen? Ein Trank. Eins. Hab er nicht mehr. Trank mitgenommen. Ausloggen. Mann, alle spielen nur COD. Mann, und geh ich raus. Immer alle nur die Camper. So. Hallo, Mutti. Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Ich glaube, das ist auch so eine Anspielung an so einen echten Film. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Ja, toll. Ich habe schon alles gelernt. Ich bin 10 Jahre alt, also in-game bin ich 10 Jahre alt. Und bin bereit für mein erstes Pokémon. Mutter, achso. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Dann sollte ich da schnell mal hin. Okay, da bin ich wieder. Also, was steht hier? Haus von Mike. Also gehört das Haus mir, oder wie? Tja, die Mutter, die wohnt halt nur da, weil die meine Mutter ist. Ich bin halt nett und lass die bei mir leben. Genau so ist es. Nicht andersrum, nein. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Okay. Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. Eine sehr kleine Stadt. Ich würde sogar behaupten, ein Dorf. Wahrscheinlich ist es das auch. Egal. Was hast du zu sagen? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Boah, tschüss, das ist aber richtig heftig, du. nein. Items lagern, das war nur damals auf dem Gameboy cool. Was heißt cool? Es war halt auf dem Gameboy damals. Professor Eich, Pokémon Labor. Okay, das ist der einzige. Hier ist die einzige Textbox, die Professor Eich ohne Prof-Punkt nennt. Das ist Props. Also hier ist ein Labor, ne? Ja. Hallo. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Seid ihr bestimmt sehr schlau. Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich laber das Gleiche. Okay. Oh, Pokémon. Kann ich eins nehmen? Dieses hier sind Pokébälle. Die enthalten Pokémon. Hallo Mike, Opa ist gerade nicht da. Okay. Ach, das, ja. Dann gehen wir ihn mal suchen, würde ich sagen. Obwohl, was hier? Haus von Gabby. Wieso haben die Kinder Häuser und die Mütter sind nur da, um da zu sein? Bist du die Mutter? Hallo Mike, Gabby wartet im Opas Labor. Ich glaube, das. Also, ich weiß, dass es die Schwester ist, aber haben die keine Mutter, oder? Wieso ist es so alles so klein? Wo ist deren Bett? Hinterfragen wir das mal nicht. Eine große Karte. Sie ist nützlich. Und hier ist auch noch eine. Eine Karte. Mist. Nee, schnell weg. Ich spoiler schon zu viel. Okay. Gehen wir einfach mal weg. Gehen wir einfach mal weg, würde ich sagen. Nach. Sollen wir noch oben? Ja, komm. Einfach ins Gras gehen. Warte, geh nicht hier raus. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ja. Du warst ja. Von wo ist er eigentlich gekommen? Von mir zu Hause? Hat er sich da versteckt? Egal. Hinterfragen wir das auch mal nicht. Opa, ich will nicht länger warten. Gabby, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment, ich bin vergesslich. Hier, Mike, dort liegen drei Pokémon. Haha, sie befinden sich in den Pokébällen.
In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig. Ich habe sie alle verschenkt, ich habe sie alle getauscht mit Wundertausch. Also verschenkt, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Gopa. Und was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld, Gabby. Auch du sollst eines bekommen. Aber Mike ist ein besser als du. Also kriegt er erstmal eins. Gut, und da ihr schon denken könnt, welches es ist, ist es natürlich Bisasam. Das ist falsch. Nein. Bisasam! Fuck! fuck. Nein. Wie ihr schon denken könnt, würde ich wahrscheinlich Bisasam nehmen. Was so komisch damals aussah. Aber das tue ich nicht. Aber ich lese mal sein... Dieses Pokémon trägt von Geburt an einen Samen auf den Rücken, der mit ihm keimt und wächst. Nein! Was sagt Lumanda? Dieses Pokémon bevorzugt zu heiße Lebensräume bei Regendampf die Schwanzspitze von Lumanda. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, da wir Pokémon Blau spielen, ist es klar, dass ich Shiggy nehme. Ich kann sonst was anderes nehmen, aber ich nehme Shiggy. Einfach. Einfach aus Prinzip. Nach der Geburt bildet sich auf Shiggys Rücken ein Panzer. Es attackiert mit Sprühschaum. Sprühschaum? Oh, Bilou. Oh ja, komm. Ich will mit Bilou angreifen. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Möchtest du Shiggy einen Spitznamen geben? Klar doch! Und zwar nenne ich es... S. Gleich kommt die Einblendung. Skröte. Jetzt kann die Einblendung kommen. Ja. Ich nenne es Kröte. Schildkröte. Ich habe keine guten... Also ich habe sehr viel Fantasie mit Namenbenennungen von Pokémon, aber... Ich bin halt nicht der Beste mit sowas, okay? Aber ich finde, Skröte ist ein cooler Name und passt irgendwie. Ich könnte zwar auch irgendwie so Hydro oder so nennen, aber... Komm. Viele sagen Skröte. Jetzt ist auch schon. Was nimmt... Wen nimmt er? Jetzt nimmt der Bisasam! Ey, voll der Faker! Ich hätte ihn Bisasam nennen sollen. Mist. Ich nehme dieses hier. Das ist eh das Geilste. Gabby erhält Bisasam. Bei uns hat geklingelt, aber ich lasse meine Mutter dran gehen, denn ich habe keinen Bock. Ja, und Glumanda? Das ist Professor Eis letztes Pokémon. Das nimmt er jetzt. Das ist Rip in Peace. Warte mal, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. In einem Haus. Yeah. Das im Hintergrund hört die einfach mal nicht. Gabby möchte kämpfen. Gabby setzt Bisasam ein. Ich werde dich zerstören. Und die Hunde im Hintergrund werden mir Kraft geben. Kämpf, Pikaman, Item, Flucht. Flucht. Man kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen. Items? Habe ich einen Trank, aber den brauche ich nicht. Pikaman habe ich nur. Skröte. Was einen komischen Sprite hat. Einfach so ein Kirby, oder? Oder? Bin ich der Einzige, der denkt, dass es Kirby ist? Kampf. Rutenschlag. Für die Leute, die nicht wissen, was Pokémon jetzt ist, genau. Es ist eine Art RPG. Also, wir kämpfen mit meinen Pokis. Weißt du, mein Pokémon? Tackle, das greift an. Rutenschlag senkt die Verteidigung. Und es trifft nicht anscheinend. Oder? Trifft das jetzt mal? Ja, jetzt. Und das Tackle. Dann mache ich mehr, Schaden. Also die Verteidigung vom Gegner wird gerade gesunken. Wo senkt es halt. Mache ich doppelt so viel Schaden ungefähr. Aber ich habe Angst, dass er mich jetzt tötet. Wenn der mich jetzt sofort tötet, dann... gut Heuler. Was heißt gut Heuler, ne? Kommt schon. Nein! Oh! Lol. Geil. Wir haben gewonnen. Okay. Es kann sogar sein, dass wir den ersten Kampf verlieren, aber... Ey, das wäre peinlich. Das wäre echt peinlich. Ja, unsere Skröte muss jetzt hier rauspacken, was es kann. Skröte erreicht Level 6. Okay. Verteidigung ist ganz gut. Mike besiegt Gabby. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Mann, Glumanda ist eh das Coolste. Was labert der? Bisasam ist eh viel cooler, aber der checkt das nicht. Er ist halt ein Gabby. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Opa! Mike! Wir sehen uns später! Ja, tschüss, bis später. Wie auch immer. Was sagst du? M-
Mike, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Okay. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unschreibbar. Im Briefkasten ist eine E-Mail. An alle Pokémon-Trainer. Die Trainerelite der Pokémon-Liga wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pokémon-Liga-Leitung Indigo Plateau. Psst, PS, Professor Eich. Bitte melden Sie sich bei uns endlich mal. Sie haben doch Rechnungen. Oh, okay. Was ist das denn noch? Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Nein, doch. Oh. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Sagen unserer Mutti Bescheid. Und dann gehen wir auf unser Abenteuer. Mutti, ich hab ein Pokécom. Ein Pokémon. Nicht komm, das gibt's erst in der zweiten Gen. Mike, du sollst eine kurze Pause einlegen. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Gerne doch. So, dann kommen wir mal in die Stats schauen. Pokémon, Skröte, Stats, Status. So sieht's aus. Hi! Dieses Gesicht damals von Shigi, das ist echt komisch. Typ Wasser. Es gibt auch Typvorteile, zum Beispiel Wasser ist effektiv gegen Feuer. Feuer ist effektiv gegen Pflanze. Pflanze ist effektiv gegen Wasser. Und es gibt noch mehrere. Was hast du noch so? Tackle, Routenschlag. Okay, gut. Speichere ich gleich mal ab. Aber erstmal gehen wir auf unser Abenteuer. Der ersten Route. Und unser erstes wildes Pokémon ist... Topsy. Ich wusste, dass Topsy damals scheiße aussieht. Aber das ist doch kein Taubsi, das ist einfach eine normale Taube. Schaut euch das Gesicht von Taubsi an. Schaut es euch einfach mal kurz an, okay? Nennen die das normal? Dann leben wir in einer anderen Welt. Vergleich das mal mit dem neuen Taubsi, das ist so cringe, ey. Cringe. Komm, Skröte, den schaffst du. Und die gab es damals doch keinen männlich, weiblich oder shiny. Das wurde alles erst in der zweiten Gen hinzugefügt. Übrigens, zweite Gen ist mein Lieblingsgen. Neben, also, ja. Was haben wir hier noch? Route 1, Alabastia, Sylvania City. Okay. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Also die nächste Stadt. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Ein Trank. Cool, dankeschön. Was ich noch nicht gesagt habe, die Musik ist natürlich genial. Also die Musik ist einfach nur... Ja, das ist einfach nur fantastisch. Das ist so viele Kindheitserinnerungen. Kommen gerade hoch und ja. Habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel liebe? Wenn nicht, dann habe ich jetzt gesagt. Ich liebe das Spiel. Super. Ratzfratz. Nicht Ratzfratz. Musandes Wild ist für damalige Verhältnisse richtig gut. Sieht sehr nah nach dem Originalen aus. Beziehungsweise nach dem neueren. Heutzutage. Sagen wir so. Sieht sehr gut aus. Das kriegt einen Daumen. Daumen hoch. Hustus. Gut, was haben wir sonst noch so? Das war der Typ vorhin. Dann gehen wir mal weiter. Lange kann ja die Route nicht mehr sein. Siehst du die Stufen hier? Du kannst dich hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Okay, ich habe mich nicht mehr bewegt. Topsy! Ein wildes Topsy! Bruh! Genau! Sollte mal mein Handy Klingelton ausstellen. Das nervt ein bisschen. Oh, Windstoß, oh Gott. Jetzt kann es brenzlig werden. Ich benutze einen Trank, ja. Ja doch, komm. Ich will jetzt gewinnen. Was, 13? Oh ja, ich kann nicht lesen, sorry. Tackle. Oh, hör doch auf mit deinem blöden Windstoß. So. Übrigens, was damals richtig episch, also witzig war, aber totaler Bullshit ist, dass damals, also ihr kennt ja Glurak alle, das ist die letzte Form von Glumanda. So ein Feuerdrache. Aber was er nicht kann hier, Level 7, was er nicht kann, ist fliegen.
Und rate mal, wer fliegen kann. Eine kleine Taube namens Taubsi. Aber ein riesengroßer Drache namens Glurak kann das nicht. Wie ihr seht, so geht das. Checkt ihr das irgendwie? Ist da irgendwo eine Logik? Ich glaube nicht. Also ich würde keine Logik sehen. Erkennen, wie auch immer. Wir werden sogar den ganzen Pokédex, denke ich mal, voll machen. Mal schauen. Da ist doch bestimmt irgendwas, ne? Nein, ich habe mich nur in die Falle drin lassen. Und jetzt kommt ein Kampf. Habe ich's doch gewusst. Es kommt ein Kampf. Ein Ratatatata. Ratatatata. Skröde wird ein Ratatatata. Tata. Oh Mann. Wird jetzt richtig schön. Egal. Ja, wie oft gehst du noch daneben? Volltreffer. Ja, genau. Ich gebe dir gleich Volltreffer, Alter. Bam. Ja, genau. Keine Farbe. Das zeigt halt auch nicht an, ob jetzt grüner Bereich, orangener Bereich oder roter Bereich. So wie heutzutage. Ein bisschen schwierig. Vor allem wegen den Typen. Es gibt ja... Damals gab es noch nicht so viele Typen, wie heutzutage es gibt. Also, ja, ja. Warum? Weil du das Beste. Okay. Gut. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte, AP, limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon-Center bringen. Denn damals gab es auch kein Ever, was heutzutage eh niemand mehr bekommt. Denn man kann es nur finden und nicht kaufen, was totaler Bullshit ist. Aber egal. Das ist Pokémon-Center. Und das war damals Schwester Joy. Nein, ohne Witz, das ist Schwester Joy. Ich weiß, sie sieht nicht aus wie Schwester Joy, aber das ist sie wirklich. Und das hier sieht auch nicht so aus. Was hast du zu sagen, du mit deinem Zylinder? Du kannst den PC in der Ecke da drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Hier konnte man damals tauschen und kämpfen. Und hier heilen. Da, allerdings, da ich nicht auf den 3DS-Spiele, wo ich dann eigentlich lokalen und so tauschen könnte und kämpfen könnte. Hier wird das ausfallen. Ja. Was hast du zu sagen? Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Kostenlos? Das müssen wir mal ausprobieren. Willkommen, Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon heilen? Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Oh nein, gescammt. Nein, Spaß. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Was hast du zu sagen? Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Okay, der ist richtig am Chillen, der Boy. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir chillen hier ein bisschen im Pokémon Center und ich verabschiede mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Mir egal. Na, ich mag beides. ja, dann würde ich sagen, könnt ihr oben klicken für ein Abo oder auf meinen Kanal halt klicken. Links für die nächste Folge und rechts für die Playlist. Haut rein, Leute, und tschüss.